Einen schönen guten Abend, werte Zuschauer, zu den ProSieben Spätnachrichten. Der Bundestag soll frühestens in 8 Jahren von Bonn nach Berlin übersiedeln. Auf diesen Zeitplan einigten sich gestern die Parlamentspräsidentin Rita Süssmuth und die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion. Erst dann sei das Parlament an der Spree voll arbeitsfähig, hieß es. Auf der letzten Sitzung unter Vorsitz von Bundesbankchef Pöhl hat der Zentralbankrat gestern 2 wichtige Entscheidungen getroffen. Zum einen bleiben die Leitzinsen unverändert. Um aber einer möglichen Inflation vorzubeugen, senkte die Bundesbank zum anderen die Geldmenge um 1 Prozentpunkt. In Frankfurt beschloss heute der Zentralbankrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Allerdings wird das Geldmengenwachstum gedrosselt. War das Notenbankgremium noch Ende 1990 von einer Steigerung der Menge um 4 bis 6% ausgegangen, wird jetzt ein Anwachsen um 3 bis 5% bis Ende 91 vom Zentralbankrat für ausreichend gehalten, um die Preisstabilität zu sichern. Zum ersten Mal war heute das Geldmengenziel nach der Währungsunion für Gesamtdeutschland überprüft worden. Karl Otto Pöhl, der scheidende Bundesbankpräsident, nahm heute zum letzten Mal auf dem Chefsessel des Zentralbankrates Platz. Ende August wird er sein Amt an seinen bisherigen Vizepräsidenten Schlesinger abgeben, der Pöhls Stabilitätskurs fortsetzen will. Die Autobahnaffäre um Verkehrsminister Krause hat am Abend eine überraschende Wende genommen. Eine juristische Überprüfung ergab, dass der Pachtvertrag der Van der Falk-Gruppe für 5 Autobahnraststätten in Ostdeutschland null und nichtig ist. Das teilte ein Sprecher des Bonner Verkehrsministeriums mit. Die mehrstündige Sitzung des Verkehrsausschusses brachte in die dubiose Raststättenaffäre wenig Licht. Die letzten Zweifler konnte der Bundesverkehrsminister auch nach der heutigen Sitzung des Ausschusses nicht überzeugen. Er soll sich, so der Vorwurf, bei der Vergabe von Raststättenkonzessionen für eine niederländische Firma stark gemacht haben. Auch Schmiergelder sollen geflossen sein. Ob tatsächlich und in welche Taschen, das bleibt weiter offen. Aber auch die SPD geht davon aus, dass sich Krause bei dem Geschäft nicht persönlich bereichert habe. Tatsache, für 5 Autobahnraststätten in den neuen Ländern bekam die niederländische Firma den Zuschlag zum Spottpreis. Der Bundesrechnungshof prüft nun, welch ein Schaden durch diese Vergabepraxis entstanden ist. Die SPD fordert, alle Verträge über Raststättenkonzessionen in den neuen Ländern zu annullieren. Auf dem Flughafen der saudi-arabischen Stadt Jeddah ist gestern eine nigerianische Passagiermaschine abgestürzt. Alle 264 Insassen, größtenteils Pilger, kamen dabei ums Leben. Der Pilot hatte Probleme mit dem Fahrwerk sowie ein Feuer an Bord gemeldet und wollte kurz nach dem Start eine Notlandung versuchen. Etwa 1 Kilometer von der Landebahn entfernt stürzte die DC-8 zu Boden, ging in Flammen auf und explodierte. Eine totale Sonnenfinsternis hat am Abend zunächst Teile des Pazifiks und später Lateinamerika in Dunkelheit gehüllt. Als erste konnten die Bewohner Hawaiis das seltene Naturphänomen beobachten. Um 19.27 Uhr unserer Zeit schob sich der Mond zwischen Sonne und Erde. Etwa 4 Minuten dauerte die totale Sonnenfinsternis, die auch den Strahlenkranz der Sonne sichtbar machte. Mit einer Geschwindigkeit von 4000 Kilometern pro Stunde raste der etwa 220 Kilometer breite Kernschatten des Mondes dann in Richtung Lateinamerika weiter. Und damit, verehrte Zuschauer, zum Sport. Wenig attraktive Gegner, die dennoch für eine unangenehme Überraschung sorgen können, erbrachte die Auslosung des Fußball-Europapokals für die deutschen Vereine. Nur der letzte Oberligameister Hansa Rostock zog mit dem Wunschgegner FC Barcelona das große Los. Meister Kaiserslautern muss gegen den bulgarischen Nobody Etar Tirnovo antreten. Pokalsieger Bremen spielt gegen den rumänischen Club Bacău. Im UEFA Cup erhielten Bayern München gegen Cork City, Eintracht Frankfurt gegen Spora Luxemburg und der Hamburger SV gegen Górnik Zabrze aus Polen relativ leichte Gegner. Der VfB Stuttgart muss sich mit dem ungarischen Verein Pesci Munkas auseinandersetzen.
Er heißt Moritz und heizt den Deutschen kräftig ein. Die Rede ist vom derzeitigen Sommerhoch, das gestern für Temperaturen bis über 35 Grad sorgte. Im Noch-Regierungsviertel in Bonn wurden schon vor dem Höhepunkt der Hitzewelle 33 Grad gemessen, Saisonrekord. In Köln trieben die Temperaturen schon vormittags ein paar Mutige in die Rheinfluten, allen Unkenrufen über die schlechte Wasserqualität zum Trotz. Ja, ich meine, ich kann mir was Schöneres vorstellen, ne? Karibik oder so wäre schon besser. Man kann also bis mindestens 2-3 Meter noch bis auf den Grund sehen, ne? Also wunderbar. Auf Sport aber sollte man verzichten, das Fahrrad lieber liegen lassen. Denn wegen der hohen Ozonwerte riskiert man einen Freifahrtschein ins Krankenhaus. Nicht nur Mensch und Tier leiden unter der extremen Wärme. Hitzkopf Leopold hob mit seinen tropischen Temperaturen bis zu 35 Grad auch das ostdeutsche Verkehrsnetz aus den Fugen. Der Berliner Ring, Verkehrsader des Ostens, platzte auf wie eine eitrige Wunde. Durch die schlechte Betonqualität und miserable Bauausführung sind die Dehnungsfugen zwischen den Honeckerplatten verstopft. Will sich der Beton bei Hitze ausdehnen, bleibt ihm nur ein Ausweg nach oben. Ganze Autobahnabschnitte und Brücken mussten gesperrt werden. Wo die Polizei zu spät kam, versanken die Autofahrer im flüssigen Teer. Fieberhaft versuchen die Autobahnmeistereien nun, die Straßen notdürftig zu flicken. Mit dem neuen Hochdruckgebiet Moritz aber schwant den Verantwortlichen Böses. Langsam wird es kritisch, sagen sie. Uns gehen die Umleitungsschilder aus. Und damit zum Wetter für heute, den 12. Juli. Das Hoch über Mitteleuropa verlagert sich ostwärts. Zunächst bestimmt jedoch noch der Zufluss heißer Luftmassen aus südlichen Richtungen das Wetter in Deutschland. Heute ist es teils sonnig, teils bewölkt. Vor allem in der zweiten Tageshälfte kommt es zu gewittrigen Schauern. In der kommenden Nacht gehen die Temperaturen auf Werte um 20 Grad zurück. Am Tage werden Höchsttemperaturen von 30 bis 35 Grad erreicht, im Süden örtlich noch darüber. Und hier noch die weiteren Aussichten. Am Wochenende ist im Südosten anfangs noch gewittrig, danach kommt immer mehr die Sonne durch. Das waren die ProSieben Spätnachrichten. Ihnen einen schönen Fernsehabend.